Hallo zusammen, hier ist wieder Rockaby. Ich habe entdeckt, dass es hier noch eine Jetpack Refueled Version gibt aus 2007. Da schaltet die One auch gleich mal in den 360 Modus zurück. Die will ich mir jetzt mal angucken und euch ein bisschen vorstellen. Und dann schauen wir mal, was sich so in der Zeit getan hat. Rockaby hat zwei Freunde online. Immerhin, ich habe tatsächlich zwei Freunde. Cool. Drück mir mal A. Also, hier gibt es jetzt Einzelspieler. Es gibt mehrere Spieler. Multiplayer auf der eigenen Xbox 360 oder Xbox Live. Müsste man mal ausprobieren. Geschichte. Bestenlesen gibt es. Erfolge, Hilfe und Optionen. Ich glaube, ist ein bisschen Steuerung dahinter. Ja. EMP, Pause, Schuss. Naja, allzu viel war da nicht. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal eine Runde. Refueled. Ab Level 5. Refueled. Einzelspieler. Start Level 1. Mit unserem armen, gestrandeten Astronauten, der sich jetzt erstmal sein Raumschiff wieder zusammensetzen muss. Wow, und Sprit braucht. Dringend Sprit braucht. Kein Sprit hat. Da hätte ich was geschlafen. Leider geschlafen. Ja, Sound und Grafik sind natürlich hier schon ganz anders. Okay, die roten Lämpchen sagen mir, was ich noch einen Schritt brauche. Ich brauche noch zwei, so wie es aussieht. Komm also her. Mela. Es ist immer noch gleich. Ich kann immer noch auf der einen Seite raus und dann wieder rein. Ist aber gefährlich, weil weißt du nicht, wo kommt, weil Gegner auch an der Seite kommen. Okay, wir sind jetzt Level 2 und brauchen erstmal wirklich nur Sprit. Ein paar andere Gegner sind da. Und mein Sprit liegt auf dem Boden, das mag ich überhaupt nicht. Yep. Oh, ich wusste es, dass ich reinfalle. Ach nee, aber nicht zweimal. Okay, das war Glück. Oh oh, ist jetzt voll hier. Ah. Weg da. Ah. Gibt's was? Na, komm her. Wow, wow, wow. Die Gegner scheinen etwas intelligenter zu werden. Auf jeden Fall werden es mehr. Na toll. Weg hier. Oh, die kommen auch hier irgendwie aus dem Off einfach an. Okay, das müsste der letzte sein. Wow. Einmal weiter mit unserem Mutterschiff. Auf Level 3. Ich glaube nicht, dass es aus dem Automatenspiel rausgekommen ist, weil, wie gesagt, wenn ich so weit komme gleich, dann hätten wir zu wenig Geld verdient. Ah! So weit komme ich jetzt. Oh, der kam von hinten. Ich bin aber auch doof. Boah, jetzt haben wir aber hier ein Streufeuer. Schon wieder mitten in so einer blöden Kante. Ah, nee, komm Leute. War doof. Aha, getroffen worden. Streufeuer weg. Letztes Männchen, gar nicht gut. Ich
würde schon gerne noch eine Runde weiterkommen. Ich brauche noch einmal Sprit. Wo kommt mein Sprit? Der kommt hier. Also halten wir mal ein Dauerfeuer ein. Sakonasche. War nicht besonders weit. Bis Level 3. Naja. So, hier steht mehrere Spieler. Multiplayer auf eigener Box oder live. Multiplayer eigene. Boah, gucken wir mal, ob wir. Schnelles Spiel. Suchen wir mal ein Spiel. Keine Spiele gefunden. Oh oh. Ich glaube. Ich glaube auch nicht, dass ich da was finde. Was nützt es, wenn ich ein Spiel erstelle? Also ich glaube, das ist jetzt dann doch so, dass da keiner kommt. Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner mit mir... Okay, mehr Spieler ist nicht. Gibt's noch ein bisschen was zur Geschichte. Lange bevor es Rare gab, gab es Ultimate, die von den ambitionierten britischen Brüdern Tim und Chris Stamper gegründete Firma Ultimate landete 1983 mit ihrem ersten Heimcomputer-Titel Jetpack einen echten Hit. Die damaligen Spieler waren begeistert von der knalligen Grafik und dem flüssigen Spielprinzip von Jetpack. Der Titel war nur der erste in einer Reihe von preisgekrönten Veröffentlichungen zwischen 1983 und 1986. Aus dieser Zeit stammen viele Ultimate-Spiele, zum Beispiel Saberwolf, Arctic Attack, Nightlore, bahnbrechend durch isometrische 3D-Grafik und natürlich Jetpack selbst. Platz in den Reihen der richtungsweisenden Titel der britischen Spieleindustrie fand. Naja gut, das ist ein bisschen was zur Geschichte. Ich denke, ich probiere noch mal eine Runde Einzelspieler. Aber ab Level 1. Ich bin doof. Schreibt ihr sofort, ne? Ein Spezialist im genau da reinfahren, wo er kommt. Ah, das glaube ich nicht. Halt! Was passiert, wenn ich hier mal EMP drücke? Ist natürlich auch fein, wenn die Kollegen genau vor meiner Nase aufkommen. Ab! Weg.
knapp, Freunde. Komm, Leute. Ich hab so das Gefühl, die... Hey! Ich hab gesagt, du sollst wegbleiben hier. Danke. Glaub's ja wohl nicht. Level 3. Unser hier. Ich weiß nicht. Haben wir so schwimmende Geister? Halt, wo ist der? Ach nee, wieder genau rein hier, ne? Kollegen. Time Fire. In alle möglichen Richtungen. Ah. Wenn ich das jetzt hole, ist es bestimmt wieder weg. Oh, da. Wo ist noch einer hier? Na komm, runter mit dem Ding. Hallo, lass los. Hä? Du lässt ja jetzt nicht los. Ah, nicht in die Richtung. Heavy. Kommt, das ist der letzte für diese Stufe. Stand by. Das Gap Nebula. Ah, da wo das Betanken etwas schwieriger ist. Und noch was oben davor steht. Genau über unserem Schiff. Hat sich so eine Plattform aufgetan. Macht das Betanken jetzt nicht einfacher? Ah! Wow. Hau ab! Weg hier. Und da! Okay, bitte noch den einen. Wo bist du? Ah, oh, wieder da ganz außen. Oh, und meine Bewaffnung hat sich auch etwas verschlechtert. Mist. Oh! Rein! Scotty, beam me up! Stand by. Und Level 5. Ah, Schiff ist wieder kaputt. Wo sind meine Teile? Ah, da ist noch eins. Das ist aber nicht nett. Wenn wir erst wieder Schiff zusammenbauen. Wir haben ein etwas anderes Schiff jetzt. Ich hab vielleicht eine blöde Art, immer genau dahin zu fliegen, wo die Kollegen gerade kommen. Oh, es werden mehr. Macht es nicht einfacher? Was gibt's da hinten noch? Okay. Nee, jetzt sind wir wieder oben. Ah! Toll. Ah! Wo? Okay, jetzt wird's heftig. Shit. Oh, toll. Und nur so ein Einzelschuss. Muss noch. Ah! Shit! Ja, Leute.
Ich bin auf jeden Fall bis Level 5 genommen. Gekommen. Ich denke mal, das reicht auch in die besten Listen. Wow, wer auch immer Schattenwurm ist, hat eindeutig ein paar Punkte mehr als ich. Naja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in Jetpack Refueled gefallen. Und dann wünsche ich euch noch was und bis die Tage. Tschüss!